Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht gut genug bist? Egal wie viel du arbeitest, egal wie viel du schaffst, du hast einfach das Gefühl, am Ende des Tages etwas ist nicht in Ordnung mit dir, nicht gut genug. Mein Name ist Sandra Wojwode, ich bin EFT-Praktikerin und heute möchte ich mit dir dieses Thema anschauen. EFT, vielleicht kennst du es als EFT-Klopftechnik oder Tapping. Manche sagen, es ist Akupunktur ohne Nadeln, da wir statt Nadeln einfach unsere Finger nutzen und an unterschiedlichen Stellen an unserem Körper klopfen oder kannst auch streicheln oder einfach die Hand einfach drauflegen, was immer angenehm ist. EFT kann wunderbar mit Stress arbeiten, mit Ängsten oder mit limitierenden Glaubenssätzen, gerade zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden, ich muss irgendwas immer machen, damit ich Liebe verdiene. Und dieses Thema möchte ich heute mit dir anschauen. Wie immer, klopf einfach mit mir, wiederhole die Worte, die ich sage und wenn das ein Thema ist, das dich beschäftigt, dann kannst du öfter mit diesem Video tappen oder dann eine Session mit mir buchen. Dann können wir wirklich viel mehr in tiefer gehen und mehr dieses Thema bearbeiten, weil in 5 bis 10 Minuten ist super, kann man viel schaffen, aber man kann nicht in Tiefe gehen in diesen Videos. Also, starten wir jetzt. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug bin, liebe ich und akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich den Gedanken oder den Glauben habe, dass ich perfekt sein muss, damit ich gut genug bin, liebe und akzeptiere ich mich, so wie ich bin. Obwohl ich irgendwann im Laufe meines Lebens angefangen habe zu glauben, dass ich Liebe durch meine Taten verdienen muss, dass ich etwas machen muss, um geliebt zu werden, liebe ich mich und akzeptiere ich mich, genauso wie ich bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich muss immer irgendetwas tun, muss mich verbessern, anderen helfen. Ich muss perfekt sein, damit mich andere lieben können. Ich muss die Liebe verdienen. Ich muss immer etwas machen für andere, für mich selbst. Ich muss anderen helfen, für andere da sein, für andere etwas tun, damit ich geliebt werden kann. Irgendwann, wahrscheinlich als ich ganz klein war, hatte ich angefangen zu glauben, dass ich etwas tun muss, damit ich Liebe verdiene. Vielleicht habe ich gemerkt, dass wenn ich ein gutes Mädchen bin, wenn ich das mache, was andere von mir wollen, dann werde ich gelobt. Und es hat sich wie Liebe angefühlt. Es hat sich gut angefühlt. Diese Aufmerksamkeit.
und ich wollte mehr davon. Und als kleines Kind habe ich angefangen zu glauben, dass ich immer etwas machen muss, was die anderen merken, wofür sie mich loben können, damit ich mich fühle, dass ich geliebt werde. Und es war nicht falsch, es war absolut verständlich, dass ich sowas geglaubt habe, als ich ein kleines Kind war. Aber heute bin ich erwachsen und einige von den Glaubenssätzen, die ich mir als Kind angeeignet habe, dienen mir heutzutage nicht so gut. Zum Beispiel, wenn ich glaube, dass ich immer etwas machen muss, immer für andere da sein muss, dass wenn ich alle anderen auf die erste Stelle habe und mich vergesse, wenn ich komplett selbstlos bin, dass ich dann geliebt werden kann. Und ich erlaube es mir, diese Glaubenssätze loszulassen. Ich bin in Sicherheit, hier und jetzt. Ich bin genug, so wie ich bin. In diesem Moment. Es ist okay für mich, geliebt zu werden, auch wenn ich nicht perfekt bin. Und ich kann mit mir selbst anfangen. Ich liebe mich, genau hier und jetzt, so wie ich bin. Wunderbar, tief ein- und ausatmen. Toll gemacht. Freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.